So Freunde, heute gibt es mal wieder ein kleines How-To-Video. Und zwar dachte ich mir, ich zeige euch heute, wie man Paracord ohne Messer bzw. ohne Hilfsmittel schneidet. Das heißt, ich nutze dieses Paracord, um auch dieses Paracord zu schneiden. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. Ich wünsche viel Spaß dabei und dann sehen wir uns gleich nochmal. Also die Schlaufe über einen Fuß legen, egal welchen, könnt ihr links wie rechts machen. Dann geht ihr mit dem Paracord unter den anderen Stiefel. Dann habt ihr das hier, zieht das straff, nehmt euch hier ein bisschen was raus, sodass ihr hier so ein A habt. Dann geht ihr mit der anderen Seite unter das A von hinten, zieht das durch und dann nehmt ihr diese Seite hier, macht die lang. Und schon habt ihr hier euren Hitzepunkt, Reibepunkt, wie ihr es nennen möchtet. Und dann könnt ihr anfangen, macht euch das so lang, dass genug Reibung entstehen kann. Und auch wichtig, dass dieses A sich nicht bewegt. Also das muss stillstehen, damit die Hitze nonstop an dem Punkt bleibt. Das machen wir jetzt mal. Schon ist es durch. So Freunde, jetzt seht ihr hier, habe ich die abgeschnittene Schlaufe und die eignet sich natürlich jetzt perfekt, um die nochmal zu halbieren. Und dann habe ich nochmal ein bisschen Paracordlängen für zum Beispiel Befestigungen oder sonstiges zum Festknoten. Einfach nicht so lange. Und ja, zeige ich euch jetzt auch, wie ich das dann mache. Dann lege ich die Schlaufe mit dem Knoten nach unten, auch über den Stiefel. Und jetzt brauchen wir dieses Dreieck nicht mehr, sondern haben hier jetzt einfach unseren Hitzepunkt. Und den versuchen wir natürlich auch wieder mittig zu halten und so schnell es auch geht. So, der gesehen. Jetzt habe ich hier zwei schöne Längen, da mache ich den Knoten einmal auf. Und habe jetzt hier zwei Paracordlängen, mit denen ich mir, keine Ahnung, einen A-Frame-Shelter bauen kann und dann die Äste abknoten kann. Ja, und mit den Schlaufen bestimmt ihr auch die Länge des Paracords. Wie ihr hier seht, eine kleine Schlaufe, das heißt, die Hälfte der Schlaufe ist die Länge, die ich am Ende raus habe. Und bei großen Schlaufen oder großen Längen müsst ihr halt beachten, dass ihr am Ende dann wieder mit beiden Füßen rein müsst, also links und rechts, damit das Dreieck, also die Spitze des Dreiecks praktisch wieder tiefer unten ist und ihr mehr Zug auf das Seil bringen könnt. Denn wenn es zu lang ist und ihr nur einen Fuß benutzt, dann habt ihr natürlich den Hitzepunkt hier oben irgendwo am Bauchnabel oder am Brustbein und dann könnt ihr natürlich hier oben nicht so gut arbeiten. Das heißt, ihr müsst unten mehr Breite schaffen, damit das Dreieck bzw. die Spitze des Dreiecks nach unten geht und ihr da besser arbeiten könnt. Und ja, das nur als Tipp, blende ich euch dann wahrscheinlich jetzt noch ein. So Freunde, ich hoffe, dieses kleine, kurze How-To-Video hat euch gefallen. Ich hoffe, der eine oder andere konnte ein bisschen Wissen mitnehmen. Ist ja immer ganz praktisch, sowas mal gesehen zu haben. Und dann kann man sich in der Situation dann zurückerinnern und sagen, ah, da war ja was. Und kann es dann so umsetzen. Finde ich immer ganz praktisch, auch wenn man es wahrscheinlich nie benötigen wird. Aber es einfach zu wissen, ist gut. Und natürlich kann man auch noch andere Techniken einsetzen. Man kann zum Beispiel auch ein Streichholz nehmen, das Paracord U-förmig umwickeln. Das Streichholz dann entzünden und dann ganz langsam mit der Flamme ans Paracord gehen und dann immer so ein bisschen hin und her rutschen. Dann kann man es auch durchschneiden, das funktioniert auch. Man kann natürlich auch einen dünnen Ast ins Feuer legen und es dann auch durchschneiden, funktioniert auch. Muss man natürlich erstmal Feuer machen. Metall heiß machen geht natürlich auch. Also wenn man kreativ ist, dann findet man schon einen Weg, das Paracord zu durchtrennen. Und ja, das wollte ich in dem Video mal zeigen. Demnächst gibt es wieder einen Review oder einen Vlog. Schauen wir mal. Jetzt könnt ihr mir gerne noch ein Like da lassen, einen Kommentar, ob ihr diese Technik schon kanntet oder ob ihr vielleicht noch eine bessere Technik kennt oder einfach eine andere Technik. Lasst mal gerne einen Kommentar da, teilt dieses Video gerne.
Und dann würde ich vorschlagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, ciao.